Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es natürlich noch ran, dass wir das Trio von unseren Superhelden natürlich jetzt vervollständigen. Das heißt, Gecko zieht jetzt auch in unsere Nachbarschaft. Dann sind unsere Pyjama-Helden endlich komplett und die Abenteuer können beginnen. Von daher würde ich sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's! Für unsere heutige Folge holen wir uns einfach ein bisschen weißen Beton raus, denn hellgrüner Beton ist dabei, polide schwarze Stufen, abgezogene Fichtenholz, am besten natürlich das ohne Rinde, davon holen wir uns dann nochmal die Stufen raus, ein bisschen grüner Beton ist dabei, dann natürlich noch ein paar Steinknöpfe und als Glas empfehle ich euch wie immer türkises Glas. Für den Start klären wir einmal kurz so ein bisschen den Umfang von unserem Haus, da solltet ihr euch eine Fläche von 18 Blöcke von der Länge und 11 Blöcke von der Breite euch Platz lassen. Pi mal Daumen, wie immer ein bisschen mehr vorne oder hinten, falls ihr euch natürlich noch einen Garten basteln wollt. Ja, da fangen wir erstmal an zum Grundriss. Da nehmen wir unser weißes Beton und ziehen uns erstmal eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke von unserem weißen Beton erstmal gerade lang. Dann gehen wir nochmal an den Seiten. Da wollen wir nochmal um, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke erweitern. Insgesamt haben wir dann 9 Blöcke. So, andere Seite können wir auch nochmal 8 Blöcke hier einmal ransetzen. Und zum Schluss verbinden wir natürlich noch einmal die Rückseite. Sobald wir hier einmal unseren Grundriss haben, wollen wir die noch nochmal gleich hochsetzen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke rauf, sodass wir das jetzt hier auf 5 Blöcke haben. Danach können wir den Rest natürlich hier auch noch hochziehen. Nachdem wir dann natürlich hier den Grundriss hochgezogen haben, kommen wir gleich zu unserem hellgrünen Beton. Da fliegen wir einmal den Seiten hin und setzen hier drauf einfach eine Pyramidenreihe komplett hier von unserem hellgrünen Beton, bis wir oben ankommen und eine Mitte erhalten. Und wenn wir das hier auf der anderen Seite natürlich auch haben, kommen wir noch einmal dazu, hier jetzt das da einmal drauf zu machen. Und jetzt machen wir nicht einfach so jetzt hier so eine Erweiterung, sondern setzen hier drauf die nächste Blockreihe. Und das wird dann hier unsere Dachebene einfach mal werden. So gehen wir auch andere Seite runter und lassen es dann auch hier gleich einmal komplett über stehen, ne? Und das ziehen wir dann gleich mal zur anderen Seite. Sobald wir unser Dach dann einmal raufgesetzt haben zu beiden Seiten, kommen wir mal zu unseren polierten Schwarzsteinstufen. Die wollen wir an der Seite hier einfach mal unter unseren Blöcken einmal platzieren. Das machen wir vorne wie natürlich dann nochmal auf der Rückseite. Und sobald wir das geschafft haben, wollen wir das noch ein drittes Mal machen. Und zwar oben einmal auf der Mitte von unserem Dach setzen wir auch nochmal eine Stufenreihe. Sobald wir das jetzt fertig haben, kommen wir nochmal dazu, uns weitere Dachfenster zu platzieren. Nehmt mal euren weißen Beton, fliegt auf die Vorder- oder Rückseite, ist eigentlich egal, wir bauen es auf beiden Seiten synchron. Da lassen wir die erste Blockreihe in Ruhe, ab der zweiten gucken wir mal. Wir lassen da seit jetzt 3 Blöcke Platz, dann schlagen wir 3 Blöcke weg. Da können wir jetzt insgesamt hier, würde ich mal sagen, ja, zweimal weißen Beton an den Seiten machen und in der Mitte dann einfach nochmal in einer, ja, weißen Beton. Darauf können wir dann hier einfach mal ganz normal, separat hier einfach mal unser Dach hier mal raufziehen. So. Die Mitte lassen wir frei, die verkleiden wir uns später, wenn wir alle Fenster verkleiden. Ne, da machen wir wieder ein bisschen Massenarbeit. So, andere Seite genauso, 3 Blöcke Platz lassen, 3 weghauen. So, setzen wir an den Seiten zweimal weißen Beton und oben einmal in der Mitte ein. Dann machen wir natürlich noch das Dach rauf. Und dann haben wir schon mal die Vorderseite erstmal so vorbereitet. Das wollen wir nochmal auf der Rückseite machen. Also, erst 3 in Ruhe lassen, ab der zweiten 3 Blöcke Platz lassen an der Seite, 3 weghauen. Komm, dann machen wir gleich mal hier ein bisschen wieder Massenarbeit auf beiden Seiten. Setzen dann noch gleich hier unseren Beton hin und darauf dann ganz einfach noch das Dach. Und sobald wir dann auch hier das Dach einmal draufgesetzt haben auf unsere Dachfenster, geht schon daran, dass wir Türen und Fenster noch reinbauen. Da fangen wir am besten einmal auf der Vorderseite an. Wir schnappen uns erstmal unsere schwarzen Stufen. Ich würde einfach mal auf der linken Seite beginnen. Da lassen wir unten wie an der Seite eine Blockreihe. Und würde man sagen, an der Seite machen wir 2 Blöcke, unten eine. Dann machen wir einfach mal so ein 3x3 Fenster hier einmal rein. Dann lassen wir einen Block Platz. Schlagen mal insgesamt 4 Blöcke weg. Das machen wir von unten bis einmal nach oben. Das heißt, das ist hier ein 4x4 Feld. Dann lassen wir wieder einen Block Platz und setzen hier wieder so ein 3x3 Feld hin. So, an den Seiten sind natürlich unsere Fenster, da können wir dann gleich hier einmal unsere Stufen unten wie oben einmal platzieren. Das wollen wir dann aber nicht nur hier unten machen, sondern können es auch gleich hier oben einmal bei unseren Dachfenstern hier einmal platzieren, unsere Stufen. So, und dann kommen wir nochmal zur Mitte zur Tür. Da setzen wir einmal unsere abgezogenes Fichtenholz einmal an den Seiten hin. Ganz oben kannst du dann deine Stufen platzieren. Und einmal als Tür nehmen wir den grünen Beton, damit er sich ein bisschen abhebt vom Dach, ist es natürlich der dunkelgrüne. So, Türknopf ran und fertig. Dann gehen wir noch einmal auf die Rückseite, da wollen wir natürlich auch noch weitere Fenster uns einmal platzieren. Wir fangen ja erstmal an, alles erstmal freizuhauen. Es geht unten los. Wir lassen wieder an der Seite 2 Blöcke Platz, unten ein. Dann machen wir hier wieder so ein 3x3 Fenster rein. Dann lasst mal eine Blockreihe Platz, obwohl, ne, man könnte jetzt auch 2 Platz lassen. Dann schlagen wir hier mal ein 2x3 Fenster rein. Wieder 2 Blöcke Platz lassen und ein 3x3 Fenster.
So, ich mache mir auf der Rückseite jetzt drei Fenster statt natürlich einer großen Tür. Man kann es gerne auch machen, dass man sich hinten eine Tür platziert. Aber ich finde das eigentlich schicker, wenn wir hier drei Fenster machen. Da müssen wir natürlich dann hier nochmal unsere Stufen überall verteilen. Das machen wir natürlich nicht hier unten bei den Fenstern, sondern auch noch hier oben bei unseren Dachfenstern. Nicht, dass wir die hier vergessen. Tja, und nachdem wir das dann natürlich geschafft haben, müssen wir nur eine Sache machen. Einmal ins Häuschen fliegen und unsere Glasblöcke hinter unseren Fenstern noch einmal platzieren. Nachdem wir natürlich jetzt unsere Fenster alle bestückt haben mit Glas, ist das Häuschen von Gecko fertig. Jetzt kann man natürlich noch immer ein bisschen Bonusmaterial sich dazu bauen. Was meint man damit Bonusmaterial? Naja, man kann sich vielleicht so einen kleinen Vorgarten basteln. Na gut, bei Gecko würde ich nicht unbedingt einen Vorgarten zu sagen. Er hat einfach nur einen kleinen Weg zur Haustür hin. Meistens in den Folgen haben sie irgendwie eine Mülltonne vorne auf dem Vorgarten. Wer weiß warum. Und natürlich ist auch noch ein Zaun hier einfach mal neben dem Häuschen einfach mal gleich dran. Können auch nochmal den Blick einmal in unseren Garten hinten werfen. Da habe ich einfach mal so ein bisschen als Deko noch ein Bäumchen hingesetzt, ein paar Sträucher hin und fertig. Das reicht völlig aus für Gecko. Man kann natürlich auch noch, das ist dir bestimmt aufgefallen, das Häuschen wie immer verkleiden. Einfach ein paar Blöcke noch dahinter, falls du dir das Häuschen nicht einrichtest. Ne, denn sieht das immer schöner aus, wenn wir das einfach ruhen lassen. Unsere Nachbarschaft wird immer sicherer. Jetzt ist Gecko da. Wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Wir haben jetzt so langsam die Weihnachtszeit. Da werden wir bestimmt irgendwas zu Weihnachten noch bauen. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann haust rein. Und tschüss.